So, hallo, da sind wir dann alle zusammen wieder. Ihr dürft gerne Hallo sagen. Hallo. Moin. Na, zumindest. Hallo. Ah, zumindest man reagiert noch auf mich. So. Das war Twillys Haus. Jetzt muss ich das Rathaus vorstellen. Die von uns sogenannte Pennerburg. Meine Schwester hat sie gebaut. So, die Pennerburg heißt deshalb Pennerburg, weil hier so ein Pennerhaus drin ist. Das ist integriert. Das war das erste Häuschen, was wir hier gebaut hatten. Und Lena wollte es nicht abreißen. Das ist jetzt die sogenannte Pennerburg. So, hier geht's dann hoch ins richtige Rathaus. Ist noch alles sehr leer, alles nur im Rohbau. Uns fehlen momentan wirklich die Rohstoffe an allen Enden und deshalb haben wir es erstmal gesagt, dass wir erstmal Rohbauten belassen. Also zum großen Teil leere Gebäude. So, dann haben wir das Haus von Einogard, unseren Quotenpfarrer. Pfarrer und Seelsorger Einogard hat eine sehr wiesigen Untergrund. Hat einen komischen geheimen Partykeller hier, wo er rumpornot. Das machen Fahrer doch. Klar machen sie das. Noch nie so Zeitung gelesen und sowas. Also, alle Pfarrer sind entweder schwul oder gucken Pornos. Und das ist dann hier die geheime Abkammer oder was hier? Ja, Folter ach, kann. ach ja, genau. Das ist die geheime Wir sperren Menschen ein Kammer. Da kommt dann wahrscheinlich hier so ein Bild von Jesus davor, damit man bloß nicht sieht, was dahinter ist. So. Ja, genau so. Und jetzt wäre Deo das jugendliche Opfer von Pfarrer Einogard. Und wer jetzt wirklich ernst nimmt, dass ich hier Witze über Geistliche mache, denen ist auch nicht mehr zu helfen, denn das ist hier alles nur Spaß. So, hier ist das Haus von Lenchen Hähnchen. Auch schon bekannt aus sehr vielen Folgen Angry Birds, wo ich sie immer wieder erwähnt habe. Ein recht düsteres Haus mit einem Bett drin, etwas Schnee hier und einer schönen Dachetage mit einem schönen Dach drauf und einer schönen Aussicht. So, jetzt haben wir doch schon einiges gesehen hier. Und jetzt kommen wir zu dem interessantesten Haus. Das Haus von Rai. Ich meine kleine Bruchbude hier, Ja. ne? Das monotonste Haus der Welt, es besteht aus einer Sorte Stein. Aber es hat eine interessante Redstone-Mechanik. Nämlich einer Redstone-Tür hier. Und die macht den Redstone wieder zu hier. Ah. Funktioniert von beiden Seiten, das eine blockiert das andere nicht. Ah, prima. Also da oben kannst du dir die auch nochmal angucken, wenn du Lust hast. Ach ja. Ein halbes Haus besteht aus Redstone-Mechanik. So ungefähr zumindest. Naja, sieht doch ganz nett aus. Zum Wohnen vielleicht etwas ungeeignet. Und du könntest mal einen anderen Boden machen. Hier nicht Grasboden. So, und jetzt Ich sperr. bin noch nicht so weit. Ich war gestern viel in den Minen unterwegs. Ja. So, Reis zugeschüttet wieder. Wen haben wir denn hier neben? Der, dessen Haus vorhin noch kein Dach hatte. Jetzt hat es ein Dach, weil ich gesagt habe, ich nehm's auf. King of Steins Häuschen. So, und da ist Goldener Phönix im Vorbeilaufen. Da gehen wir auch gleich mal vorbei. Noch nichts wirklich viel Großes oder Beeindruckendes. Aber ein kleines, niedliches Reihenhäuschen ist es. Amerikanischer Stil. Flach gebaut, nur eine Etage. Aber was soll's. So. Da gehen wir später rein. Dann haben wir. Ach, Rai, ich bin heute übrigens in deinem Abwasserfallrohr gestorben. Hier haben wir das Haus Wieder. von La Azula. Grasboden, niedrige Decke, eine Kiste. Willst du uns noch was da zeigen, Azula? Es ist klein und mickrig und langweilig. Okay, damit ist alles gesagt und wir gucken beim Golden Phoenix. Da frage ich vorher nach, weil GP fragt auch immer bei allen anderen nach. Ehu, wie bist du eigentlich da unten gestorben? Ich bin auf einer Doch gut Kante angefangen. geknallt.
Das haben die anderen noch nicht geschafft. Ja. So, jetzt gucken wir uns das Haus von Goldener Phönix an. Ein Baum wächst auf dem Dach. Mit Klappen dran. Und es ist noch nicht fertig. So, und jetzt gehen wir einfach mal rein. Wir haben hier eine Kiste und einen Keller. Auch GP oder Goldener Phönix hat einen geheimen Partykeller mit eigenen Weizenfarm. Eigener Pilzfarm. Wozu spielen wir hier eigentlich gemeinschaftlich? Warte mal. Bitte? GP, darfst auch gerne unsere Farben benutzen. Oh, und da ist ein Creeper hochgegangen da oben. Zum Glück haben wir Creeper-Nerf. Meins. Dein Creeper? Ja. Er kam mir zu nah. Ach so, GP verhungert gerne und deshalb hat sie ein paar kleine Weizenpflanzen im Keller. So, das war dann Goldener Phönix und jetzt kommen wir zur Bücherei, die ich gebaut habe. Muss man ja betonen. Ist, glaube ich, das einzige öffentliche Gebäude, das ich bisher gebaut habe. So, hier sieht man dann, in der Mitte gibt es einen Kreis Glowstone und die Gänge sind recht duster gehalten. Das ist extra so. Hier am Rand ist nochmal eine Reihe Glowstone. So, und jetzt fehlen noch jede Menge Bücher, Regale. Das ist einfach, es ist, frisst einfach asozial viel Holz, wenn ich so ausdrücken darf. Ein Stack Bücherregale frisst 6 Stacks Holz und das Holz, das wird auch an vielen anderen Orten benötigt. Von daher kann ich jetzt nicht durchgehend Bücherregale produzieren, auch wenn ich es gerne machen würde. So, hier oben sieht man, hier ist noch Dreck, da sollen überall Bücherregale hinkommen. Da werden auch bald, ich denke mal in der nächsten Aufnahme von dieser Stadt, da werden dort auch überall schon Bücherregale stehen. Sofern unsere Gruppe weiterspielt und nicht jetzt sagt, oh, kein Bock mehr, wir hören auf. Aber momentan ist die Stimmung eigentlich gut und ich bin froh, nachdem lange auf diesem Server tote Hose war, dass jetzt alle wieder so schön auch mal zusammenspielen und nicht mehr nebeneinander. Und dass in 3 Tagen sowas aufgebaut werden konnte, ist schon eine richtig tolle Leistung. Da muss man auch mal die anderen alle loben. Und man muss auch den Ground loben, auf den... Wer hat das Wasser ge... Hey, Deo, virtuelles High Five. Jawoll. Wieder da. Ihr könnt mich alle machen. Rai, ich habe noch einen zweiten Gang in den Keller gebaut, so eine Treppe, den kannst du gerne nutzen. So, hier oben hat man jetzt eine schöne Aussicht über das alles. Wenn mein Häuschen jetzt nicht im Weg wäre, könnte man quasi über die ganze Stadt gucken. Juhu, das waren 12 verkackte Level. Und das ist live auf Sendung, also pass auf, was du sagst. Hier kann man auch jetzt richtig schön über das riesige Schneebiom gucken. Da hinten steht ein Kürbismännchen. Dieses Kürbismännchen hat mir gestern das Leben gerettet, weil sonst hätte ich mich da hinten irgendwo verlaufen. Davon möchte ich in den nächsten Tagen auch noch ein paar mehr in die Gegend pflanzen. Dass man quasi immer auf unserem Schneekontinent hier nach Hause findet. Rai, weißt du, wo mein neuer Eingang zur Schmiede, zur Mine ist? Nein. Ich zeig's dir. So, das müssen wir jetzt kurz machen. Immerhin ist er ja dank. Also ich bin jetzt unten. Ah, du bist unten. Okay. Man kommt auch so noch runter. Ah. Aber diese... Mich gehen diese 12 Level auf. Ah, ich hatte Spaß. Ah, das war's wert. Naja, was will ich jetzt sagen? Ah, genau, hier waren wir nicht drin. Das ist das Minengebäude, was auch gleich angrenzt an unsere Untergrund-Wasserversorgung hier. Hier sind wir jetzt wieder da, wo wir vorhin waren und hier war jetzt auch der Gang in den Keller. Hast du inzwischen neues Wasser gelegt? Ich habe kein Wasser dabei. Oh ja, hier ist übrigens gerade Rai runtergeplumpst, weil normalerweise kann man sich hier runterfallen lassen. Ganz gerade und da ist ein Wasserbecken und da plumpst man rein, sodass man keinen Schaden kriegt. Allerdings habe ich jetzt einfach mal das Wasser geklaut. Hallo Deo, du hast es sogar überlebt. So, und das ist jetzt hier unsere Mine, wo wir alles abbauen. Die Reihe hat hier ordentlich gebuddelt. Das schleimt was. Und da ist ein Schleimchen. Allerdings glitscht der nur, der muss unten runter sitzen. Der eine war da wirklich. Jo. Den habe ich gerade umgesehen. Und ich habe mir heute hier ein kleines Häuschen gebaut. Mit einer Treppe, die man nehmen kann. Die führt jetzt wieder direkt nach oben, ohne dass man sich ja den Gefahren eines freien Falls aussetzen muss.
Was ich eh nie mochte. Ich mochte es, bis du das Wasser entfernt hast. So, was kann dir immer wieder passieren? Darf ich Rai töten? Nein, PvP ist ja aus. Instant, hier Death, da... Tränke. Also du willst ihn jetzt... Wir folgen einfach mal. Wir halten mit der Kamera drauf. Wir haben eh noch ein paar Minuten. So, das war's dann auch jetzt, was wir hier gebaut haben im Endeffekt. So im Groben und Ganzen. Treffen muss gelernt sein. Kinder. Naja. Das Untergrundsystem war übrigens auch Lenas Idee hier. Da kommen wir übrigens, es ist geplant, dass man später von diesen Dingern aus überall hinkommt. Beispiel hier ist jetzt ein versteckter Gang. Den kann man so entlang schwimmen quasi nur. Das ist dann unser geheimer Untergrund hier. So, und jetzt sind wir gleich auch da, wo ich hin wollte, nämlich hier. Da kann man dann schön wieder hoch und dann ist man auch schon im Lagerraum. Wie gesagt, dieses Monster in Weiß hat reingebaut. Und es hat sich immer noch keiner um die Felder gekümmert. Wollte Kost machen. Ich habe nur Getreide. Wollte. Ja, Getreide meine ich ja. Der ist damit beschäftigt, mich umzubringen, also. Der kann nicht. Verdammt. So, und jetzt, ich guck nochmal durch, ob ich nicht irgendein Gebäude vergessen habe. Es werden jetzt noch ein paar Spieler dazukommen, die jetzt nicht ganz so oft da sind. Zum Beispiel Power, den kennt ihr ja. Der spielt ja auch bei uns und möchte sich auch irgendwann ein Häuschen bauen. Dann werden noch andere neutrale Gebäude dazukommen, wie zum Beispiel eine Kirche. Eine große. Eine katholische und eine evangelische, damit alle zufrieden sind. Ja, schreiben will gelernt sein. Hier hinten will GP einen Turm hinbauen. Da habe ich hier dann heute das Gebiet hier angelegt. Noch ist es ein schönes Schneeplateau. Bald nicht mehr. Ich bin dann erstmal nochmal für 10 Minuten weg. Bis später. Dann wächst hier auch alles mit Schnee zu, dann sieht es auch gleichmäßig aus. Und da ist Rai weg und er hat es tatsächlich geschafft, während den Aufnahmen die Klappe zu halten. Ich bin begeistert. So, hier geht's dann auch nochmal runter. Da fehlen jetzt noch die Deckel drauf. Was killt bei Magic? Die Tränke funktionieren doch. Ich dachte, die gehen. Hat er sich selbst getötet? So, hier ist dann ein paar Blocker, damit man hier noch einen bauen kann. So, aber ihr habt jetzt habt ihr erstmal einen kleinen Einblick in unsere schöne Welt, die wir innerhalb von 3 Tagen aus dem Boden gestampft haben. Und hoffentlich noch viel weiter bauen werden, bis wir hier eine schöne große Stadt haben. Vielleicht bieten wir euch diese Welt dann auch zum Download an, damit ihr euch selbst in dieser Stadt rumlümmeln könnt. Vielleicht, aber auch nicht. Mit diesen Worten möchte ich mich dann verabschieden. Macht es gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.